Es ist soweit, das Finale der Brettspielautoren K.O. Challenge auf Abenteuer-Brettspiele. Ja, hat begonnen. Am Montag ist es gestartet und die zwei Autoren, die es ins Finale geschafft haben, sind Alexander Pfister und Wolfgang Warsch. Während Alexander Pfister sich erstaunlich deutlich gegen Uwe Rosenberg durchgesetzt hat, war es bei Wolfgang Warsch gegen Simone Giugiani wirklich sehr eng. Zwei Stimmen am Ende Unterschied. Also, es macht wirklich was aus, wenn ihr abstimmt. Und ja, in diesem Video möchte ich selber abstimmen, denn wie in jeder Runde gebe ich auch meine Stimmen ab. Und diesmal ist es recht schnell das Video, recht kurz das Video, denn es gibt wie gesagt nur noch ein Duell, eben das Finale. Ihr könnt noch bis zum 14. April um 11:59 Uhr abstimmen, das ist Sonntagmittag. Und ihr könnt natürlich auch ein Brettspiel gewinnen, When I Dream. Das wurde mir freundlicherweise vom Meiner Fantasyland zur Verfügung gestellt, zur Verlosung. Und ihr müsst hier einfach eine Frage beantworten: Wer ist euer bzw. euer Lieblings Autorin oder Autor und warum? Also einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Unter allen sinnvollen Kommentaren verlose ich dieses Spiel dann Anfang nächster Woche. Ja, und ich möchte mich hier entscheiden zwischen Alexander Pfister und Wolfgang Warsch. Und mir persönlich, muss ich sagen, ja, fällt es nicht so schwer, denn Alexander Pfister mit Great Western Trail, Maracaibo, Port Royal, Boone Lake, Blackout Hongkong und vielen anderen ist wirklich einer meiner liebsten Eurogame-Autoren. Im Kennerspiel, unserem Expertenspielbereich immer sehr elegant, wie ich finde, sehr gute thematische Umsetzung auch. Und von daher, ja, für mich mein Favorit. Wolfgang Warsch trotzdem ein toller Autor. The Mind, Quacksalber von Quedlinburg, ganz schön clever, auch teilweise Partyspiel, also ein sehr breites Spektrum. Trotzdem, für mich ist es Alexander Pfister. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wer vorne liegt. Ich würde mal tippen, dass Wolfgang Warsch vielleicht vorne liegt, wobei, ja, weiß ich nicht. Oder Leser von meinem Blog. Ich tippe auf Alexander Pfister, dass ihr auch bei Alexander Pfister aktuell die meisten Stimmen abgegeben habt. Ja, oh, und das ist deutlicher als gedacht. Alexander Pfister liegt jetzt, Stand Mittwoch, als ich das Video aufnehme, mit 67% der Stimmen vorn, also zwei Drittel der Stimmen von insgesamt rund 160 abgegebenen Stimmen. Ja, ihr könnt natürlich noch bis Sonntag fleißig abstimmen. Vielleicht schaffen wir ja auch nochmal deutlich über 300 Stimmen und dann. Ja, mal schauen, ob Wolfgang Warsch noch eine Chance hat, ja aufzuholen. Im Moment ist es doch relativ deutlich, aber stimmt, wie gesagt, fleißig ab. Es kann teilweise wirklich eng sein. Das Duell zwischen Wolfgang Warsch und Simone Luciani sah auch nicht so eng aus unter der Woche. Und am Ende waren es, wie gesagt, zwei Stimmen. Ja, stimmt ab, nehmt am Gewinnspiel teil und dann bin ich sehr gespannt, wer am Ende bei der Brettspielautoren K.O. Challenge gewonnen hat.